Spiele sind oft überladen und springen uns mit hyperrealistischer Grafik, vielschichtigem Sounddesign und unendlichen Möglichkeiten an. Alles Schnickschnack. Wer braucht das schon? Einfach mal reduzieren, denn weniger ist mehr. Form follows function. Ein einfacher Grundsatz für einfach gutes Design. Die Reduktion auf das Wesentliche. Das gibt es auch bei Spielen. Aber simple Games sind nicht gleich einfach und nicht jedes reduzierte Spiel wurde nur von einer Person erstellt. Deswegen reduzieren wir heute mal alles und es geht nur um das Minimum. Hook ist ein schönes kleines Puzzlespiel, wo die Level eigentlich wie Schaltpläne aufgebaut sind. Also es gibt verschiedene Elemente wie Stäbe und Widerhaken, die miteinander verbunden sind. Und da haben wir eben kleine Buttons, kleine Schaltflächen. Und wenn wir diese drücken, bringen wir die Elemente zum Verschwinden. Jetzt wird es ja doch schon echt komplex. Genau, also eine Simplizität heißt nicht gleich, dass das Spiel deswegen unterkomplex ist, sondern der Schwierigkeitsgrad ergibt sich bei Hook zum Beispiel ganz genau durch das Leveldesign. Die einzelnen Puzzles werden immer ausschweifender, wir müssen mehr nachdenken, obwohl sich nichts an den Regeln ändert. Das können wir uns ein bisschen vorstellen wie bei einem Buch und der Buchverfilmung. Wenn wir ein Buch lesen, dann haben wir Charaktere und können uns ihr Aussehen vorstellen, wie sich ihre Stimme anhört und so weiter und so fort oder wie die Welt aussieht. Wenn wir dann aber die Verfilmung sehen, dann sehen wir auf einmal, okay, Harry Potter sieht aus wie Daniel Radcliffe. Und dieses Bild bleibt dann auch. Bei minimalistischen Kulturerzeugnissen und Medien müssen wir selber die Informationen ausfüllen und gestalten damit auch unsere eigene Spielwelt. Und damit ergibt sich eine andere, persönlichere Bindung vielleicht. Gibt es vielleicht auch eine typische Art von Spieler oder Spielerinnen, die diese simplen Spiele bevorzugen? Also es gibt auf jeden Fall Studien, die sagen, dass größtenteils Frauen über 40 gerade diese Casual Games, wie man sie ja auch nennt, mögen. Solche Spiele können einmal dazu beitragen, dass man sich entspannt, aber vielleicht auch als kleine Puzzlespiele, um die Reaktionsgeschwindigkeit ein bisschen aufzubauen oder auch um das Gedächtnis zu trainieren. Es ist ein bisschen wie damals diese kleinen Ausmallabyrinthe, wo du versuchst, den Weg rauszufinden, bloß genau umgekehrt. Du musst jetzt irgendwie die Strecke rausfinden und du hast eben nur wenige Versuche. Wurden einfache Spiele programmiert, weil es keine andere Möglichkeit gab. Entwicklerteams waren klein und Games waren noch keine große Industrie. Heute ist das anders. Trotzdem entstehen immer wieder minimalistische Spiele mit einfachen Mechaniken und stark reduzierter Grafik. Natürlich ist das nicht nur in Spielen so. Über den Minimalismus als Bewegung und die Einfachheit in der Kunst habe ich mit Wolfram Bange gesprochen. Er unterrichtet Philosophie und hat unter anderem über interaktives Erzählen und Minimalismus veröffentlicht. Ein sehr, sehr schönes Beispiel für Minimalismus und Einfachheit in Spielen ist Playdead's Limbo. Hier zeigt sich sehr, sehr deutlich, wie die spielerische Ebene, die narrative Ebene und die audiovisuelle Ebene Hand in Hand gehen und man eben mit den wesentlichsten Mitteln oder einfachsten Mitteln es schafft, eine ungeheuer dichte Atmosphäre zu erzeugen. Für mich war Limbo ein besonders interessanter Titel, weil es das erste Mal war, dass ein Spiel es geschafft hat, mich trotz aller Einfachheit auch derart atmosphärisch in seinen Bann zu ziehen. Wenn wir über Minimalismus in Spielen reden, ist es natürlich wichtig zu unterscheiden, dass es hier ganz unterschiedliche Arten von Minimalismus geben kann. Wir haben also einerseits diesen Game Design Aspekt, wir haben den audiovisuellen Aspekt und wir haben den narrativen Aspekt. Das heißt, im Endeffekt kann es sein, dass die Minimalität oder die Einfachheit sich nicht in allen drei Ebenen äußert, dass beispielsweise ein Spiel also in allen Belangen minimalistisch ist, sondern dass es eben einen Aspekt gibt, wo man bewusst reduziert hat. Also grundsätzlich denke ich, dass
in der Reduktion auf das Wesentliche sicherlich eine Herausforderung liegen kann. Letztendlich ist es eine Typfrage, also eine Frage der künstlerischen Ausdrucksweise, eine Frage der individuellen Sprache, die man für sich auserkoren hat und mit der man natürlich dann auch relativ selbstverständlich und so agiert, dass es nach außen wirkt, als sei das ganz einfach. Reduktion gibt es nicht nur im Design, sondern oft auch hinter der Fassade. Zum Beispiel beim Mobile Game Duet, was packend sein soll, aber auch einfach verständlich. Wir spielen jetzt Duet, also Duett. Ja. Man ist quasi ein, ich interpretiere es als kleines Raumschiff vielleicht. Genau, so zwei kleine Raumschiffe, die sich gegenüberstehen und die auf so einer Kreislinie miteinander verbunden sind. Genau, und die bewegen sich immer gleich. Mhm. Und man kann nur nach rechts und nach links tippen, genau, um den Kreis nach links oder nach rechts abzufahren. Genau. So eigentlich die schöne Musik, die Darstellung, die vielen Objekte, die sich da bewegen und wenden, das ist jetzt nicht unbedingt minimalistisch. Beschränkt sich der Minimalismus hier vielleicht auf einen anderen Aspekt? Ja, das ist dann schon der Designaspekt, weil du eben nur eine einzige Aufgabe hast, du hast nur ein einziges Kontrollschema und prinzipiell ändert sich in dem Spiel kaum etwas außer deine Hindernisse. Du musst vor allen Dingen mit beiden Daumen spielen. Ja. Ich werde ein bisschen wütend. Nein, nein. Darfst du nicht. Dann funktioniert es nämlich erst recht nicht. Tada! Ja! Fühlst du dich belohnt? Ja, aber immer noch wütend. Also ich muss jetzt die Wut eigentlich aus mir herausbekommen, bevor ich da was Neues mache. Kann es vielleicht auch sein, dass einfache Games eigentlich viel mehr Kunst sein wollen als wirklich ein Spiel? Ich glaube eher, dass das Format von kleinen Spielen Künstler schon eher hinzieht, weil sie ihre eigenen Visionen damit leichter realisieren können. Aber ich glaube nicht, dass es generell heißt, dass wir sagen können, Spiele, kleine Spiele werden automatisch zu Kunst. Dafür gibt es so viele Gegenbeispiele. Wir spielen jetzt Necrosphere und das macht mich ganz schön wütend, dieses Spiel. Wie kommt's? Ich sterbe ständig. Das ist eigentlich auch der gesamte Kernaspekt dieses Spiels. Du musst sterben, um eigentlich voranzukommen. Du musst ganz nach rechts gehen. Ja, das versuche ich ja. Das schaffst du. Ich glaube an dich. Setz mich nicht unter Druck. Doch, es hat geklappt. Es sind immer Plattformer, die mit einem ganz einfachen Bewegungsschema arbeiten, wo du ständig im Kampf mit dir selbst bist. Du musst dich eigentlich beherrschen lernen. Du musst die Wege auswendig lernen, um da irgendwie voranzukommen. Inwiefern unterscheidet sich dieses Spiel von anderen Plattformern? Dass es mich zu Weißglück bringt! Oh, es wäre beinahe. Es unterscheidet sich in dem Falle dadurch, dass wir kein einfaches Kontrollschema haben. Also wir haben hierbei keine einzige Taste, womit wir springen können. Nein, schade. Ich glaube, du musst da unten einmal kurz einen Moment warten, wenn du es bis darunter geschafft hast, weil du diese Lücke ausnutzen musst. Mach das doch jetzt einfach mal. Ich fühle mich dezent verarscht. Warte, warte! Nein. Ich will nicht mehr warten. Ich werde wütend und dann... Nein. Jetzt atmen, atmen, jetzt! Ja! Oh, jetzt muss ich aber noch rüberkommen. Aber das hast du jetzt schon mal geschafft, das Schwierigste. Minimalistische Games machen nicht alles einfacher. Es gibt keine unnötigen Extras, keine Ablenkung. Einfache Spiele können Spiele in Reinkultur sein. Und das hat durchaus etwas Therapeutisches. Einfach mal alles fallen lassen. Und dann, nach ein paar Stunden mit Hook oder Necrosphere, kann man sich auch wieder über mehr Freiheit und grafische Pracht in einer Open World freuen.